Yo Boxers, was geht ab? Hier ist wieder Frischfunk! Platz 10. Der Klo-Duftspender. Kennt ihr garantiert auch, ne? Damit das Klo sauber riecht. Ja. Es muss nicht sauber aussehen, aber es muss sauber riechen. Und jeder, den ich kenne, ich auch schon tausendmal, da gibt es diesen Plastikarm. Genau. Und den hängt man dann oben auf die Klo-Wand. Ist falsch. Mm-mm. Ist falsch. Mm-mm. Ihr müsst diesen Plastikarm hier reinklemmen. Einfach hier reinklemmen. Ist das mindblowing oder was? Ja. Da musst du nicht so reinfingern, da musst du den nicht so komisch umbiegen, das hält sowieso wie nicht. Wie scheiße sieht das es denn sieht aus, wenn das dieses scheiße Plastikding da rauskommt? Hängt das an der Seite raus. Mann. Einfach reinklemmen. Platz 2. 9. Wir haben noch mit 10 angefangen. Platz 9. Ihr alle habt das ganze Bad voll stehen mit solchen Cremes und Shampoos. Mit und alten Cremes und Shampoos. Ja. Und hinten drauf ist immer dieses Zeichen hier. Aber was bedeutet das? Nie drauf geachtet? Die Antwort ist, darauf steht, wie lange es haltbar ist. Wie lange die verdammte Creme gut ist, bevor sie ranzig wird. 12M, 9M, 12 Monate, 9 Monate. Da müssen wir ganz kurz gucken, ne? Weil diese Handcreme hier haben wir schon ewig lang einmal kurz benutzt. 9M, 9 Monate. Die steht schon mindestens 3 Jahre im Schrank. Kennt, glaube ich, jeder, oder? Also, weg damit. Platz 8. Und das hat mein Leben verändert. Ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die vielleicht super krass im Büro arbeiten und so alles kennen, aber es geht um diesen Gegenstand hier, ja? Das ist wirklich ein mega Lifehack, ohne Scheiß. So, ihr kennt das Tackern? Na klar. Und ihr bekommt eine, wenn ihr tackern könnt, bekommt ihr eine Tackernadel. Aber, Achtung! Ihr könnt den Aufsatz hier unten bei jedem Tacker, könnt ihr drehen. Und hier sind zwei andere Striche. Ich mache euch vor, was passiert. Wir drehen das Plättchen. Jetzt haben wir diesen Aufsatz hier vorne. Und dann könnt ihr andersrum quasi tackern. Seht ihr das? Die Tackernadel ist dann nach außen gebeugt. Ey, das ist wirklich... Das gibt es nicht! Der Tacker hat das schon immer! Wieso steht es nirgends drauf? Wieso erklärt einem das keiner? Jeder, der im Büro anfängt, jeder, der Praktikant ist, müsste das gezeigt bekommen und nicht, wie man Kaffee kocht oder irgendwas. Ich habe das erst vor kurzem erfahren und dachte so, what the fuck? Dafür ist es da! Aber ich habe eine andere Frage. Für was braucht man das? Weiß ich nicht. Was ist es denn? Weiß ich nicht! Ach so. Wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Platz 6. Und jeder kennt diesen Abfuck-Moment. Du fährst mit einem neuen Auto, mit einem geliehenen Auto, mit einem Auto von einem Freund oder mit einem Transporter zur Tankstelle. Mit deinem Auto und du hast einfach zu viel im Kopf. Und du fragst dich, wo zur Hölle ist nochmal der Tankdeckel? Und du fährst natürlich trotzdem erst hin und dann musst du den Schlauch so drumherum und viel zu kurz und alle gucken peinlich und so weiter. Das muss überhaupt nicht sein. Warum hat mir das keiner früher gesagt? Leute, bei euch beim Auto gibt es vorne eine Tankanzeige. Da ist dieses Tanksymbol. Und wenn da kein kleiner Pfeil ist, dann ist euer Tank rechts. Da, wo der Schlauch ist. So, das ist der Normalzustand. Und wenn der Tankdeckel links ist, dann ist da ein kleiner Pfeil, der sagt, links. Alter, mit diesem Tipp müsst ihr euch nie wieder blamieren an der Tankstelle. Platz 5. Es geht um die Nudelkelle. Ja und, was soll da sein? Ihr wisst, ne, mit der Nudelkelle könnt ihr die Nudeln aus dem heißen Topf rausmachen. Genau, und dieses Loch ist dafür da, dass das Wasser abtropfen kann. Das stimmt nämlich nicht. Es ist ein Loch, bei mir ist jetzt ein Strich, aber das ist ein Portionierer. Hättest du es gewusst? Nein. Ein Portionierer. Für was? Für eine Nudel? Das ist immer genau die Portion für eine Person. Das heißt, du nimmst die Nudeln, steckst sie hier durch und weißt, ah, okay, Loch ausgefüllt, das ist eine Person. Wenn du zwei Personen bist, einmal, zweimal, Nudeln für zwei Personen. Mega krass. Funktioniert allerdings nur bei Spaghetti, weil Gnocchi kriegst du da nicht mal eine durch. Platz 4. Es geht um den Ketchup. Das Ketchup. Der Ketchup? Das Ketchup? Das Ketchup. Die Ketchup. Das Ketchup! Das ist, glaube ich, ein eigenes TikTok. Ist es der Ketchup oder das Ketchup? Was ist es? Stimmt jetzt hier. Auf gar keinen Fall ist es das Ketchup. Schreibt es in die Kommentare. Genauso wie die Nutella. Jedenfalls Ketchup, okay? Ihr kennt die Situation. Ihr habt eine Ketchupflasche, so eine Glasflasche und klopft da hinten drauf und es will einfach nicht rauskommen. Aber es gibt eine Lösung. Und zwar bei dieser klassischen Heinz Ketchupflasche. Da ist hinten eine 57 drauf. Ja. Und das triggert mich so hart, weil du fühlst das, aber es ist nicht genau in der Mitte. Und ich denke immer so, warum ist das genau nicht in der Mitte? Was soll das? Ja. Das ist der Sweet Spot, wo du wirklich nur ganz leicht mit dem Finger tick, 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 tick machst und alles rutscht nach unten.
Dafür ist die 57 auf der Flasche. Das ist wirklich krass. Platz Nummer 3. Ihr alle kennt Sektflaschen und hier unten ist immer so eine Wölbung drin. Und ich habe eine Zeit lang auch sogar mal als Barkeeper gearbeitet und dann kommst du immer lässig so hier an den Tisch. Oui, darf oui. Ich ihm was einschenken? Und ich dachte, dafür wäre diese Wölbung hier unten. Ja, und je teurer die Flasche, desto tiefer die Wölbung. So, hab ich bei Champagner gedacht, kannst du den ganzen Finger reinmachen. Ist nämlich so. Ganze Hand drin, so zack. Hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ihr wisst ja, hier oben ist immer so ein Korken drin. Das Ganze steht unter Druck. Und diese Wölbung hier unten braucht es, um den Korken reinknallen zu können. Weil, wenn das ganz flach wäre, dann würde die Flasche einfach platzen. Hier mit dieser Wölbung kann es bis zu 35 km/h aushalten, ohne dass die Flasche kaputt geht. Krass. Prost. Das ist so richtig so Angeberwissen, was man dann beim nächsten U30-Stammtisch, weißt du so. Platz Nummer 2. Es geht um die allzeit beliebten Chucks und die Frage, wozu zur Hölle sind diese beiden Löcher hier? Kein Mensch. Belüftung. Ja, genau. Jeder denkt, das ist Belüftung, weil in Chucks fangen die Füße an zu stinken ohne Ende. Das sind so richtige Plastikschuhe und man kriegt immer nasse, schwitzige Füße dafür diese Löcher. Falsch. Mm-mm. Denn Chucks war der erste Basketballschuh. Richtig. Damit wurde gezockt in den 60er Jahren in der NBA. Und hier könnt ihr die Schnürsenkel durchmachen und dadurch den Chuck stabiler schnüren und ihr habt mehr Halt beim Basketballspielen. Mega krass. Übrigens, über 30 fängt man auch erst an, die Schnürsenkel aufzumachen beim An- und Ausziehen. Vorher immer so pff, irgendwie reingerotzt und dann ist immer hier hinten alles komplett ausgerissen. Das mache ich immer noch. Ja? Oh, du bist so jung, Alter. Und hier kommt Platz 1. Und das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Ja. Ich wette, jeder hatte schon mal ein Cuttermesser in der Hand. Jeder einzelne von euch. Und klar, so. Du kannst damit schneiden, ne? Aber was passiert, wenn ihr hier vorne so eine neue Klinge haben wollt? Ja, die werden dann stumpf nach ein paar Mal. Du quetschst das so auf den Boden, dann zerbrechen drei statt nur diesem einen. Ich hole mir immer so eine Zange, da muss ich extra einen Werkzeugkasten holen, dann fährt man das zurück, dann so. Aber Achtung, hier hinten, dieser schwarze Bereich im Cuttermesser, der ist dafür da, dass ihr ganz easy und entspannt die einzelnen Klingen abbrechen könnt. Folgendermaßen geht das. Ja, zeig mal. Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, aber hier steht sogar Slide. Ganz leicht kannst du das hier abmachen. Und jetzt, Achtung, seht ihr das? Hier ist sogar so eine Vorkehrung. Seht ihr diesen Ritz? Und dann machst du das hier drüber. Ja, hier, ihn hier. Und dann kannst du es abbrechen. Es ist genau dafür da. Und dann Lifehack! Leute, abonniert diesen Kanal für mehr unglaublichen Kram, den man erst mit 30 versteht, den man erst mit 30 macht, wie zum Beispiel auch Zwillinge zu bekommen. Darüber reden wir in diesem Video, denn dieser Typ hier wird Zwillingsdaddy.